Lass uns noch weiter gucken hier. Hier. Da ist er. Ja. Da ist jemand. Schön. Da ist er. Ja. Ja, ja. Gut getan. Siehst du noch? Der hält erst mal still. Das ist ja eine völlig neue Umgebung, ne? Und da muss er jetzt auch erst mal gucken hier, wie er zurechtkommt. Und das ist ja feuchter auch. Ja. Darf ich Sie mal mit draufnehmen? Wir haben hier auch natürlich überall die Möglichkeit, hier reinzulaufen. Das sind überall die Verstecke hier. Ja, ja. Wenn wir gleich den nächsten dazu setzen. Ja. Das ist der, der den Kopfbiss bekommen hat. Oh, also sehen Sie, wie sich der. Fang mal. Nee. Ja, wir können es vielleicht so machen. Das war oft, ja, und dann von dort. Genau. Prima. Prima. Geht aber gleich rüber, ne? Ja. Klasse. Oh, schnell war er hoch, ne? Prima. Und bis da hoch muss er noch, wenn er ganz hoch hinaus will. Unter der Brücke. Da ist er.
Wasser. Der sieht auch aus, als ob er sich bald häutet. Ja. Das ist ein bisschen grau. Ja, bei so vielen, da sind immer ein paar dabei, die sich dann häuten. Ja. Ich muss jetzt gleich weg. Die Herrschaften können hier gerne noch ein bisschen stehen bleiben und gehen dann von alleine wieder raus. Schön, dass Sie es gesehen haben. Danke. Ich film die nochmal. Das ist hier unten noch, hier links. Hier. Hier ist er. Ja. Hier. Das sieht man gar nicht. Einer direkt in Augenhöhe, ne? Und der andere ist hier um die Ecke unten links. Ja, die müssen sich erstmal an die neue Umgebung gewöhnen. Ne? Prima. Schön. Ja, der schlägt schon mit der Zunge, der obere. Ja. Freigelassen im Gondwanaland, im Urwald. Die will ein Nest bauen. Und die andere hat oben schon angefangen, auf dem Baum ein Nest zu bauen, über den Geckos, wo wir vorhin waren. Ne? Ist die hübsch? Ja? Na? Das ist eine tropische Taube. Ne? Guck mal. Ja, da unten haben wir die Geckos freigelassen. An den Bäumen.
Guck mal, Winter da.